Solange du süchtig nach dem Allgäu, nach dem Gefühlsklärer der Dualseelen bist, solange ist keine Beziehung der beiden möglich. In diesem Video erfährst du erstens, was ist überhaupt der Unterschied zwischen Liebe und Sucht? Warum bist du süchtig? Und drittens, wie entziehst du dich? Wie kommst du da wieder raus? Wenn du es genauer wissen willst, wenn du wirklich an dir arbeiten möchtest, dann empfehle ich dir hier das Buch. Es gibt ein ganzes Kapitel, das nennt sich Flucht und Sucht. Also die Dualseele haut ab und du rennst hinterher, weil du süchtig bist nach deiner Droge. Und es gibt Wege und Regeln, wie du dich der Sucht entziehst. Nicht diesem Menschen, sondern der Sucht. Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Sucht und Liebe? Und da fange ich an, was ist Sucht? Wenn wir Menschen sagen, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, dann meinen wir eigentlich, ich brauche dich, ich vermisse dich, ich kann ohne dich nicht leben. Wenn du mich verlässt, dann geht es mir echt richtig scheiße. So, wir verwechseln Liebe mit Sucht. Und so wird die Dualseele zu deinem und meinem, bei mir war das ja nicht anders, Genussmittel, zu meinem Suchtmittel quasi. Die Dualseele wird zum Suchtmittel, denn sie hat etwas, sie löst etwas aus durch das, was sie mitbringt an Verständnis für dich. Du hast das erste Mal das Gefühl, richtig gesehen zu werden. Und es dockt bei dir an und schon bist du abhängig. Also die Dualseele ist meines Erachtens genauso süchtig machend wie die stärkste Droge, zum Beispiel wie Heroin. Und egal, was du versuchst, egal welchen Menschen du nach der Dualseele triffst, erstmal, bevor du an dir gearbeitet hast, es kommt niemand an diese Droge heran. Ich habe ein bisschen Erfahrung mit Drogensucht. Also mal davon abgesehen, war ich selber süchtig nach Mode. Ich war modesüchtig, das war meine Droge. Mein Mann, meine große Liebe, den ich geheiratet habe. Du kannst jetzt sagen, also für mich war es eine Zwillingsflamme. Mein Mann war drogensüchtig. Und obwohl er mich geliebt hat, und ich habe immer das Gefühl, ich bin seine Droge, gab es eine Droge, die war stärker, nämlich Heroin. Und wenn er das Intus hatte, dann hat er sich einfach wahnsinnig gut gefühlt. Er hat mir mal gesagt, Margret, ich bin wunschlos glücklich. Wenn ich das Zeug nehme, dann gibt es nichts mehr, was mir fehlt. Dann sitze ich einfach nur da und bin wunschlos glücklich. Ich brauche nichts mehr erreichen. Es gibt nichts, wonach ich strebe in meinem Leben. Und sobald ich versuche aufzuhören, sobald diese Droge aus meinem Körper rausgeht, fängt es an weh zu tun. Das tut körperlich weh. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich kann an nichts anderes mehr denken als daran, wo kriege ich die nächste Ration her. Ich könnte jetzt sagen, den nächsten Schuss, er hat nicht gespritzt, er hat das Zeug über Folie geraucht. Das macht es nicht besser. Und er war immer und immer auf der Suche nach Heroin. Und wenn ich gedacht habe, er ist clean, dann hat der sich schon wieder einen Plan geschmiedet, wie er an das Zeug rankommt. Der hat Methadon genommen, er hat also einiges an Ersatzdrogen ausprobiert. Es war einfach nicht das Gleiche. Er wollte dieses Zeug, dieses Gift. Und er fühlte sich so, so, so glücklich. Und ich habe das irgendwie nicht verstanden. Ich habe gedacht, ja, das Leben bietet so viele schöne Sachen. Wieso brauche ich eine Scheißdroge, um mich glücklich zu fühlen? Und viele Jahre später, also das mit meinem Mann, ich habe mich getrennt von ihm 2006. Und 6 Jahre später, also ich hatte eine Beziehung zu dieser Zeit wieder, 6 Jahre später begegnete ich der Dualseele. Jetzt sollte ich dir was sagen. Damals habe ich meinen Mann verstanden. Weil das, was ich da erlebt habe, war genau das. In der Nähe dieses Menschen war alles gut. Es
fehlte einfach nichts. Es war so perfekt. Es hätte einfach so bleiben können, wie es ist. Da gab es nichts, was ich noch wollte. Ich würde sagen, das ist wunschlos glücklich sein. Und ich habe damals nicht realisiert, dass das eine Droge ist. Denn bei mir war es wirklich so, sobald er zum Beispiel nur aufgestanden ist und zum Fenster gegangen ist, in der Anfangszeit war das wirklich so, hatte ich das Gefühl, mir wird etwas entzogen. Mir fehlt etwas. Es hat wehgetan. Ich hatte das wirklich, ich konnte das körperlich spüren, wenn er sich ein paar Meter nur entfernt hat. Und jetzt kannst du wissen, wie es mir gegangen ist. Und das muss ich dir nicht sagen, sonst würdest du das Video nicht schauen, wie das ist, wenn er sich zurückzieht für Tage, für Wochen, für Monate. Also für mich war das die Hölle. Und erst da habe ich meinen Mann verstanden. Ich wusste immer noch nicht, dass ich süchtig bin, ein Junkie, ein Dualsinn-Junkie. Aber ich wusste eins. Ich will, dass es aufhört. Und dafür gab es zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe mit der Dualseele in eine Beziehung oder ich entziehe mich. Und da das mit der Beziehung nicht möglich war, weil er schon verheiratet ist, habe ich gesagt, so, und jetzt entziehe ich mich. Ich warte nicht mehr. Und aus diesem Entzug, der hat bei mir sehr, sehr lange gedauert, weil worum geht's? Es geht darum, eine sehr innige Beziehung zu mir selbst aufzubauen. Also das, was mir fehlt von der Dualseele, das muss ich mir selber geben können. Und es hat sehr viel damit zu tun, dass das innere Kind erwachsen wird. Das innere Kind ist im Grunde dein Ego-Programm. Und jetzt weißt du, wie lange es dauert, wenn ein bisschen Baby 18 ist, 18 Jahre. Und bei vielen Menschen dauert dieser Dualseelenprozess genau diese Zeit. Ich kenne aber auch Menschen, die sind schon 25, 30 Jahre und es passiert einfach nichts und sie fühlen sich auch nicht wirklich glücklich, weil sie es noch immer nicht geschafft haben, dass dieses innere Kind erwachsen wird. Also kannst davon ausgehen, es dauert bei vielen Menschen wirklich 18 Jahre. Und ich habe einen Prozess entwickelt und dieser Prozess geht über ein Jahr. Also ich habe all das, was ich aus meiner Arbeit mit 14.000 Menschen weiß, was ich aus meinem Dualseelenprozess weiß, in einen wirklich sehr einzigartigen Prozess gepackt, wo es um Gruppenarbeit geht, wo ihr euch gegenseitig austauscht, wo ihr mit mir arbeitet. Also du arbeitest mit mir eine Stunde in einer kleinen Gruppe und du hast zusätzlich Online-Lektionen, du hast zusätzlich vier WhatsApp-Gruppen. Jede Gruppe für ein eigenes Thema. Und da tauschst du dich mit mir aus. Ich bin quasi außer nachts, ich schlafe so 5 Stunden, bin ich quasi immer da, wenn es irgendeine Frage gibt. Dieser Prozess geht ein Jahr. Warum geht der ein Jahr? Weil es nicht zu schaffen ist, dieses innere Kind erwachsen zu machen in einer kürzeren Zeit. Das habe ich ausprobiert. Und wenn du sagst, jetzt gehe ich es an, ich will mich jetzt entziehen, weil ich will irgendwann Liebe leben. Ich will, dass diese Sucht aufhört. Dann kannst du unter diesem Video auf einen Link klicken und dich zu einem kostenfreien Strategiegespräch anmelden. Da erkläre ich dir, wie genau das funktioniert, wie ich dich da durchbringe. Meine Arbeit fängt ab 150 Euro im Monat an. Also, und jetzt geht es weiter mit der Liebe. Was bedeutet denn Liebe? Liebe ist für mich ein Zustand. Ich will nicht sagen, es ist ein Gefühl. Für mich ist Liebe kein Gefühl. Liebe hat alle Gefühle. Liebe ist für mich ein Zustand, wenn dein Herz sperrangelweit offen steht. Sperrangelweit für das Leben, wenn du dich hingibst. Wenn du nichts brauchst. Natürlich, du brauchst was zu essen, du brauchst Schlaf. Das sind körperliche Sachen, weil sonst kannst du nicht überleben. Außer du ernährst dich schon von Lichtnahrung. Also ich tue das nicht. Ich esse noch Eiscreme zum Beispiel. Für mich ist das wirklich, du bist offen und du akzeptierst und respektierst den Weg eines anderen Menschen. Und weil du das tust, du respektierst den Weg und das Leben deiner Dualseele, weil das wäre Liebe. Wenn du sagst, okay, du bist verheiratet, du hast das gewählt, willst deine Kinder großziehen, du hast das gewählt. Und weil ich dich liebe, respektiere ich das. Weil ich dich liebe, brauche ich nichts von dir. Etwas von einem Menschen zu brauchen, schließt Liebe aus. Liebe lässt frei. Es gibt diesen netten Spruch, der ist schon so ausgelutscht, aber ich will an dieser Stelle zitieren. Das, was du liebst, lässt du frei. Kommst zu dir zurück, ist es dein, ansonsten hat es dir nie gehört.
Also für mich ist der Spruch nicht richtig. Warum? Weil mir gehört kein Mensch. Mir gehört auch kein Tier. Mir sind Menschen anvertraut. Und die Dualseele wird dir am Anfang für einen kurzen Moment anvertraut, dann wird sie dir entzogen, damit du erstmal feststellen kannst, ich liebe mich gar nicht selbst. Weil wenn ich mich lieben könnte, würde das nicht so schmerzen. Also es würde vielleicht schmerzen, aber ich würde nicht leiden, weil ich wüsste, wenn ich mich liebe, was ich mir selbst geben muss, um aus diesem Leid rauszukommen. Das ist der springende Punkt. Das lernst du bei mir. Wie kommst du in die Liebe? Wie steht dein Herz sperrangelweit offen, dass du dieses Brauchen, diese Abhängigkeit, diese Sucht ausschleichen kannst? Weil der Punkt ist, es ist nicht sicher, dass du mit deiner Dualseele zusammenkommst. Es kommt darauf an, ob es in deinem Drehbuch steckt. Nochmal, ich sage das. Es ist nicht sicher, dass du mit deiner Dualseele zusammenkommst. Nicht jedes Dualseelenpärchen kommt zusammen, wenn es alle Aufgaben gelöst hat. Das musst du dir bewusst sein. Und wenn ich das jetzt trigger, das ist das ganz ein wichtiger Punkt. Wenn ich das trigger, dass es nicht sicher ist, dass ihr zusammenkommt, dann weißt du auch, dass du jetzt noch nicht in Liebe bist. Aber wenn du in Liebe bist, weißt du, dass das, was du mit der Dualseele erlebt hast, in dir steckt. Dieses Gefühl kommt aus dir heraus. Und dieses Gefühl wirst du und kannst du, wenn du in der Selbstliebe bist, immer fühlen für dich selbst. Und dann ziehst du einen Menschen an, mit dem du noch tiefer gehen kannst. Du ziehst einen Menschen an, mit dem du all das erlebst, was du mit der Dualseele erlebt hast und noch mehr. Oder aber, wenn es bei dir im Drehbuch steht, dann kommst du mit deiner Dualseele zusammen. Das ist Liebe. Liebe ist, sich all das zu geben, was dir zu fehlen scheint, ja? Du hast ja dieses Loch, diese Sehnsucht. Ich brauche die Dualseele, weil es fühlt sich mit ihr so gut an. Wenn du dich selbst liebst und es musst du, gibst du dir all das. Und dann wirst du auch eine ganz andere Liebe, also das ist das, was der Dualseelenprozess verlangt. Der verlangt von dir, von dieser menschlichen Liebe. Ich brauche dich, ich will dich, ich kann ohne dich nicht leben. Mir geht's scheiße ohne dich. Wir müssen doch diese Beziehung leben. Du kommst weg von diesem Trip zu dem, ich liebe mich selbst. Und weil ich mich selbst liebe, ist es mir überhaupt erst möglich, meine Dualseele zu sehen, zu erkennen und zu lieben. Und warum nenne ich die Eigelb und Eiweiß? So, wenn du mich schon länger kennst und verfolgst auf meiner Homepage und hier, weißt du, ich habe dieses. Bei mir sind Dualseelen wie Eigelb und Eiweiß. Eiweiß ist ganz klar. Das bist du. Das Eiweiß muss aus diesem wabbeligen, klitschigen, durchsichtigen Zeug, muss sich ein weißer Schneeberg entwickeln. Das heißt, du schlägst, dieses Eiweiß wird vom Leben geschlagen. Jeder Entzug, immer dann, wenn die Dualseele sagt, nee, ich kann nicht, wirst du wieder geschlagen, wieder geschlagen, wieder geschlagen. Du kriegst Selbstwert. Das Eigelb hat so ein kleines Häutchen. Es ist in Form. Es hat Grenzen. Aber durch die Begegnung mit dir kriegt es so einen kleinen Nadelstich. Und das kannst du mal ausprobieren. Nimm mal ein Eigelb und wenn das noch ganz ist und stich mal mit der Nadel rein. Du wirst sehen, es passiert erstmal gar nichts. Aber Tag um Tag um Tag, probier es mal aus, läuft dieses Eigelb aus, beziehungsweise es trocknet aus. Es macht seinen eigenen Prozess durch. Aber davon siehst du nichts, weil du siehst nur, hat sich immer noch nicht verändert. Das Eigelb verändert sich erstmal nicht äußerlich. Es dauert, es dauert, es dauert, bis sich das äußerlich verändert, bis du etwas an der Veränderung siehst. Das Eiweiß, das verändert sich, das bist du. Du kriegst Selbstwert. Bei dir verändert sich ganz viel. Man sieht dir an, dass du in deinem Prozess bist, beim Eigelb nicht. Der Punkt ist aber, und das ist, wenn du bäckst, weißt du das. Eigelb und Eiweiß müssen sich trennen, komplett, damit du dich entziehen kannst und damit du Selbstwert kriegst. Weil, wenn nur ein bisschen, ein kleines bisschen Eigelb noch am Eiweiß ist, probier das aus beim Backen heute, kann dieses Eiweiß nicht steif geschlagen werden. Das heißt, es wird nicht zum Selbstwert, es kommt nicht in seine Kraft. Es ist äußerlich vielleicht, hast du das Gefühl, wow, ich bin schon so weit. Mir geht's gut. Und dann kommt eine SMS von der Dualseele. Nach einem halben Jahr, nach einem Dreivierteljahr. Und da ist wieder diese Hoffnung.
Jetzt wird's. Da klebt immer noch Eigelb an dir. Du hast dich noch nicht entzogen. Du bist immer noch süchtig. Und das ist keine Liebe. Wie machst du das nun mit dem Entzug? Du erinnerst dich jeden Tag daran, dass du dich entziehst. Und du kriegst von mir, also entweder bist du ein Schnellentwickler, dann liest du dieses Buch, da sind hinten Regeln drin und du wendest diese Regeln jeden Tag konsequent an. Ziehst einen Zettel, nimmst eine Regel und legst los, arbeitest mit dem Buch. Oder aber du kommst zu mir und sagst, ich bin nicht so der, der so konsequent ist, aber wenn ich überprüft werde und da du ja mit mir und mit anderen Menschen arbeitest in Gruppen, du kannst es nicht vergessen, dass du auf deinem Weg bist und du wirst es wirklich schaffen. Also wenn du mit mir arbeiten möchtest, wenn du das Gefühl hast, jetzt ist es Zeit, mich zu entziehen, ich will jetzt Liebe leben, ich will raus von der Sucht, dann melde dich jetzt, morgen, übermorgen oder wann du bereit bist, wenn du ein konsequentes Ja für dich selbst kriegst. Das brauche ich. Ohne das geht es nicht. Ohne dich können wir beide nicht arbeiten. Wenn du sagst, ich tue es für mich, ich tue es für meine Liebe und ich tue es für die Liebesbeziehung, die ich erleben möchte, bedingungslose Liebesbeziehung, also bedingungslose Liebe, nicht, die Beziehung ist nicht ohne Bedingungen. Das heißt, du knüpfst die Liebe nicht mehr an die Dualseele, sondern du bist erstmal bereit, die Liebe aus der Bedingung zu entlassen, nämlich nur dann ist es Liebe. Wenn du das möchtest, wenn du wirklich sagen möchtest, ich möchte wirklich Liebe erleben und keine Sucht. Und wenn du dein Ja verspürst, dann gehst du unter dieses Video, klickst auf den Button und meldest dich zu einem kostenfreien Strategiegespräch. Ich freue mich auf dich. Deine Margret.